Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier das HP EliteBook X360. Das ist ein neu vorgestelltes Business Convertible. Laut HP ist es sogar das dünnste Business Convertible auf dem Markt mit, ich glaube, einer Dicke von 14,9 mm. Und das ist eben die Business-Variante, kann man sagen, vom HP Spectre X360. Sieht auch sehr ähnlich aus, hat jetzt auch ein bisschen eckigeres, ich würde sagen, ein etwas militärischeres Design. Wenn man sich hier zum Beispiel hier das Scharnier ansieht, alles ein bisschen kantiger, ein bisschen eckiger. Auch hier von der Unterseite hier bemerkt man es wirklich gut. Da ist das Gerät einfach kantiger als das eher runde Consumer Spectre X360. Und ich muss sagen, es ist zwar ein bisschen dicker, aber vom Design gefällt mir das echt viel besser. Also dieses kantige, dieses eckige Design, das gefällt mir wirklich gut. Und die Verarbeitung ist aber ziemlich auf dem gleichen Niveau wie beim Spectre X360. Eben einzig mit dem Unterschied, dass das Notebook ein bisschen schwerer ist und auch ein bisschen dicker. Ausgestattet ist es hier in dieser Variante mit einem Intel Core i5 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD. Hier in dem Modell haben wir ein Full HD Display, das geht aber rauf bis 4K. Und bei der höchsten Variante gibt es dann auch einen i7 Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher sowie eine 512 GB große SSD. Also ganz ähnlich wie beim Spectre X360 von den Spezifikationen her. Schauen wir uns mal an, was es hier für Anschlüsse gibt. Hier haben wir Powerknopf, dann einen USB 3.0, also USB Typ A, 3,5 mm Klinkenstecker, das hier ist die Lautstärkewippe. Dann sollte hier ein SIM-Karten-Slot sein, ist natürlich dann in der höheren Variante verbaut. Das hier ist eben hier das günstigere Modell. Dann hier einen Smart-Card-Reader, der ist standardmäßig dabei beim Business Convertible bzw. Business Ultrabook. Dann ein Micro-SD-Karten-Slot, der beim Spectre X360 beim Consumer Notebook nicht vorhanden ist. USB Typ C, Kensington Lock, ein Full-Size HDMI-Port, noch ein USB-Port und dann eben der Ladeanschluss. Man hat sich dazu entschieden, dass man das Gerät nicht über USB Typ C lädt, sondern über den proprietären Anschluss von HP. Das liegt daran, dass das Gerät eben in einer halben Stunde auf 50% laden soll und mit 50% kommt man dann etwa auf 7 bis 8 Stunden Akkulaufzeit. Denn mit 100% soll das Notebook laut HP 16,5 Stunden Laufzeit bieten und das ist auch ein ziemlich ordentlicher Wert. Den konnten wir natürlich jetzt noch nicht testen, das ist jetzt nur ein erstes Hands-on, aber wenn wir das Gerät dann im Test haben, gibt es dazu auch nähere Details. Ein Unterschied ist zum Spectre X360 einerseits die Tastatur. Die ist, würde ich sagen, etwas besser zum Tippen und das Touchpad, das ist etwas kleiner und hat ein bisschen mehr Feedback hier, was anscheinend die Business-Nutzer bevorzugen. Hier hat man auch einen Fingerprint-Reader im Gegensatz zum HP Spectre X360 und das ist eigentlich, kann man sagen, alles positiv, außer eben dass hier oben jetzt nicht der Lautsprecher ist, wie beim Spectre X360, sondern beim EliteBook X360 befindet er sich auf der Unterseite. Ist auch ein Bang & Olufsen Lautsprecher, aber von der Qualität kann der einfach nicht mit dem Spectre X360 mithalten. Ja, das war es eigentlich schon vom dünnsten Business Convertible der Welt. Das ist das EliteBook X360 von HP. Ich danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.